Die sicherlich häufigste Art, eine Analyse zu machen, ist eine Punktanalyse. Also wir haben hier eine Probeanalyse mit verschiedenen Mineralen drin. Und dann wollen wir diese einzelnen Minerale analysieren. Und dann setzen wir auf jedes dieser Minerale einen Punkt. Also zum Beispiel hier an dieser Stelle auf diesen Olivin oder was auch immer das ist, setzen wir einen Punkt. Oder wir setzen hier einen Punkt hin oder in das Material dazwischen. Dabei gibt es tatsächlich einige Sachen zu beachten. Zunächst mal können wir EDS-Analysen machen oder WDS-Analysen. EDS geht natürlich super schnell, da dauert es ein paar Sekunden und schon kriegen wir hier irgendwie unser Spektrum und können sagen, zumindest was für ein Mineral es ist. Ist aber eher qualitativ. Bei WDS, also das hier geht in Sekunden. WDS, das dauert schon Minuten. Also das können, je nach wie viel Element man misst oder sowas, können das schon mehrere Minuten sein, teilweise bis zu 10, 15 Minuten. Typisch sind so vielleicht sowas wie 2 bis 3 Minuten, aber sowas wie 15 Minuten sind jetzt auch nicht unüblich. Da haben wir auch Programme. Auf was muss man jetzt bei Punktanalysen achten? Zunächst mal kann man die Größe des Punktes einstellen. Also wir können hier zum Beispiel wirklich auf sowas wie 200 Nanometer gehen. Das ist so ungefähr das Kleinste, was geht. Oder wir können größere Durchmesser machen, auch als Punkt. Das geht dann bis zu 20, 30 Mikrometer oder so. Und dann ist natürlich die Frage, was wählen wir jetzt und warum wählen wir welchen Punktdurchmesser? Eine einfache Frage wäre selbstverständlich, wir gucken uns mal den Maßstab hier an. Angenommen, das sind 10 Mikrometer, dann sind das schon relativ kleine Körner. Also sollte unser Strahl an der Stelle sicherlich keinen größeren Durchmesser haben als vielleicht sowas wie 3 Mikrometer, damit man auch tatsächlich noch hier auf dem Mineral ist. Jetzt kann man aber nicht einfach nur den Durchmesser des Minerals betrachten. Also manchmal kann es auch sein, dass vielleicht in dem Mineral eine ganz dünne Spindel ist, so eine Entmischung. Und diese Entmischung hat vielleicht einen Durchmesser von gerade so etwas wie, sagen wir mal, 500 Nanometer, also einen halben Mikrometer. Und wenn wir jetzt den Strahl ganz klein einstellen, um dann hier drauf zu messen, dann heißt es nicht, dass wir unbedingt das Mineral messen. Und zwar, das Problem ist die Anregungsbirne. Wir wollen das Ganze von der Seite angucken nochmal. Das ist jetzt die Probenoberfläche. Hier ist vielleicht dieses Korn, das wir angucken wollen. Und jetzt schießen wir mit dem Strahl drauf. Das hier sind jetzt diese 500 Nanometer. Und hier nebendran sind dann die anderen Minerale. Ja, also nach unten gehen natürlich alle Minerale irgendwie so weiter. Und dann sind hier die anderen Minerale. Und dann gibt es die Anregungsbirne und die sieht vielleicht so aus. Also diese Anregungsbirne, die geht hier in das Gelbe mit rein. Und dann haben wir natürlich ein Problem. Oder es könnte auch so sein, dass das Korn vielleicht nur ganz flach ist. Vielleicht ist das hier das Korn und das hier außenrum ist alles ein anderes Korn. Das ist vielleicht nur so ein kleiner Einschluss da drin oder sowas. Und dann haben wir natürlich ein sehr ähnliches Problem. Wenn jetzt hier wieder der Strahl drauf kommt und das hier ist die Anregungsbirne, dann messen wir viele von dem Gelben. Also wir müssen immer im Kopf haben, dass wenn wir oben zweidimensional was sehen und dann denken, wir könnten das einfach messen, so leicht funktioniert es dann tatsächlich nicht immer, weil wir hier auf diese Nachbarminerale gucken müssen. Und das ist eine Sache mit der Spot Size. Also wenn wir sehr nah am Rand messen von dem Korn, dann kann das Gleiche passieren wie hier, dass wir in ein anderes Korn mit rein müssen. Also wenn wir ein Mineral messen, dann müssen wir schon ein bisschen gucken, dass wir vielleicht nicht zu nah am Rand messen, da wir sonst noch das Nachbarmineral, das hier anschließt, vielleicht mitmessen. Auf was wir auch achten sollten, dass wir nicht irgendwelche Risse messen. Also Minerale haben oftmals Risse, Spaltbarkeiten, es können auch irgendwelche Löcher drin vorkommen. Und natürlich wollen wir nicht unseren Messpunkt hier draufsetzen. Denn dann messen wir nicht mehr das Mineral, sondern wir messen auch einen Teil von einem Riss oder von einem Loch oder wenn wir direkt im Loch messen, dann wird natürlich nicht besonders viel bei rauskommen. Also immer eine schöne Stelle auf dem Mineralkorn suchen und die messen. Und das ist sehr wichtig bei diesen Punktanalysen. Dann muss man auch aufpassen, gerade bei diesen kleinen hier, so kleinen Körnern, dass man darf die Stage nicht überschätzen. Also die Probe sitzt ja auf einem Schlitten. Also wir haben hier irgendeine Stage und darauf, das ist die Stage und
und darauf sitzt unser Probenschlitten und darauf sitzt dann irgendwie unsere Probe oder sowas. Und das Ganze bewegt sich in die verschiedenen Koordinaten und es geht vielleicht so Mikrometer genau. Also arg viel genauer geht es nicht. Also auch da, wenn wir mehrere Punkte programmieren, wir können mehrere Punkte programmieren und das Ganze über Nacht laufen lassen, wir können 300 Punkte programmieren, dann läuft es die ganze Nacht. Aber wenn wir so wirklich nur was ganz Kleines hier messen wollen, irgendein kleines Feature oder sowas, dann dürfen wir nicht die Genauigkeit der Stage hier überschätzen. Darauf müssen wir aufpassen. Schließlich müssen wir auch noch gucken, was für Mineral wir messen. Also angenommen, wir haben hier einen Feldspat. Das soll ein Halbit sein, also irgendwie Natrium, Aluminium, SE3O8 oder so, da ist Natrium drin. So, Natrium verdampft jetzt sehr leicht. Das heißt, das Natrium kann herausdampfen in dem Moment, wo wir es ganz mit Elektronen beschießen, weil es einfach heiß wird. Und je fokussierter der Strahl ist, desto leichter, desto heißer wird es, so wie ein Brennglas, und desto eher verdampft das Natrium hier. Das heißt, hier wollen wir einen großen Fleck haben. Also bei Natrium wählen wir locker mal so etwas wie 5 bis 10 Mikrometer als Strahldurchmesser, um eben dieses Verdampfen möglichst weit zu unterdrücken. Das ist auch eine sehr wichtige Sache, die wir beachten müssen. Es gibt auch andere Minerale, die kaputt gehen können. Das Ganze hängt aber nicht nur vom Strahldurchmesser ab, sondern auch vom Strom, also wie viel Nanoampere ballern wir hier drauf. Und typisch ist sowas wie vielleicht 20 bis 40 Nanoampere. Wenn wir aber höheren Strom nehmen, vielleicht 100 bis 200 Nanoampere, bekommen wir entsprechend mehr Röntgenstrahlung, mehr Counts per Second. Ja, das sind hier mehr Counts per Second. Also das hier sind mehr Counts per Second zum Pfeil nach oben sein, als bei 20 bis 40 Nanoampere natürlich. Aber je mehr wir draufballern, desto mehr wird auch zum Beispiel hier Natrium verdampfen. Oder Größe der Anregungsbirne. Typischerweise messen wir mit so etwas wie 15 kV, vielleicht auch 20 kV. Die Anregungsbirne ist bei 15 kV vielleicht so groß und bei 20 kV ist dann die Anregungsbirne vielleicht so groß. Also wir kommen noch mehr in Nachbarminerale rein, egal ob drunter oder drüber. Das wäre bei 20 kV. Also darauf müssen wir auch achten. Das sind Dinge, auf die wir achten müssen, bevor wir eine Punktmessung machen können. So einfach nur hin und los messen wird dabei dann nicht funktionieren. Also das sind mal einige Überlegungen zu Punktanalysen. Wie gesagt, wir können Punktanalysen programmieren, das ist sehr angenehm, und können die über Nacht laufen lassen, können da locker ein paar hundert Analysen programmieren. Aber man sollte immer ausrechnen, wie lange so eine Messung dauert. Nicht, dass vielleicht am nächsten Tag jemand kommt und die Sonde benutzen will und die läuft dann noch. So viel zu Punktmessungen.